Liebe Weltenbummler, das Mal geht es nicht in eine Stadt, sondern an ein Festival, und zwar Perukaville in Wesen. Das ist in Norddeutschland, gerade in der Nähe von der holländischen Grenze. Es wird erst das zweite Mal durchgeführt und ist quasi die deutsche Antwort auf Tomorrowland, wo ja in Belgien ist. Dort bin ich auch schon zweimal gewesen, und von dem her ist es sicher mal spannend, wie die deutsche Version von Tomorrowland von einem elektronischen Festival aussieht. Wir fahren jetzt gerade los. Machen aber einen Zwischenhalt noch in Speyer, das ist kurz vor Frankfurt, und fahren dann mal am Morgen weiter. Speyer ist eine der ältesten Städte in Deutschland. Es war früher noch mal eine römische Siedlung, die Novium Agus geheißen hat. Und da sieht man noch die Überbleibsel der alten Stadtmauern. Heutzutage besuchen die Leute aber die Stadt vor allem wegen dem UNESCO-Weltkulturerbe, und zwar dem Dom. Der Kaiser- oder Mariendom ist nämlich die weltweit älteste romanische Kirche, die noch erhalten ist. Ob die Brezel wirklich in Speyer erfunden worden ist, das ist umstritten. Aber sie ist sehr fest hier verankert im Ort. Seit 1910 gibt es nämlich ein Brezelfest. Die Brezel leitet sich vom latinischen Wort Brachium für Arm ab, weil ein Brezel an verschränkte Arme erinnert. We'll be right back.
Stadt und wir stehen gerade im Stau, von dem her guter Zeitpunkt für ein Fazit. Tomorrowland, Perucaville oder Ultra Europe ist ein bisschen schwierig, um alles miteinander zu vergleichen. Aber ich versuche es jetzt mal. Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei Perucaville sicher top. Also für das, was man zahlt für Festival-Tickets, kommt man wirklich einige Spots rüber. Gute DJs, gute Lineups, auch Essen vor Ort, sehr abwechslungsreich, guter Preis. Und das Wichtigste ist natürlich die Stimmung und die hat man hier in Norddeutschland definitiv. Ich kann es nur weiterempfehlen und vielleicht sieht man nächstes Jahr ein paar mehr Schweizer dort oben, weil die sind noch mangelbar gewesen dieses Jahr.